Habt ihr eigentlich gewusst, wofür diese beiden nicht so ästhetischen Sensoren bei den großen Audi-Modellen, das heißt ab Audi A6 sind? Das hier ist ein Long-Range-Radar, das heißt, er blickt richtig weit von raus per Radar, für die ACC zum Beispiel. Hier sehr schön, wir haben 0 Grad, man fühlt, der ist auch richtig beheizt, das taugt auch im Winter. Aber was ist eigentlich in diesem anderen Housing hier drin? Ich kann euch direkt verraten, es ist hier tatsächlich gar nichts drin, es ist nicht warm. Früher hatte man mit manchen Ausstattungen hier drin nämlich einen Laserscanner, der konnte hier mit einem Öffnungswinkel von 145 Grad horizontal einiges erkennen, das heißt einschärende Fahrzeuge sehr gut erkennen, die Umgebung erkennen, Leitplanken, aber da wir ja in Deutschland leider automatisiertes Fahren auf Level 3 noch in weiter Zukunft haben, hat Audi gesagt, nö, das sparen wir uns und hier ist jetzt quasi in den meisten Fällen nichts mehr drin, außer vielleicht in Modellen, die von vor ungefähr 2 Jahren stammen, also hier ein leerer Sensor.